Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das war ja jetzt wieder eine bemerkenswerte Geschichtsstunde und wie nicht anders zu erwarten war, war so nach vorne gerichtet von CDU und FDP mal wieder nicht besonders viel Konkretes zu hören. Und Herr Kollege Hafke, ich bin sehr dankbar, dass Sie mir auf meinen Zwischenruf noch die Gelegenheit gegeben haben, noch mal wieder darauf einzugehen, dass Sie ja immer die Leier vortragen. Sie haben das in 7 Jahren nicht geschafft und jetzt erwarten Sie von uns, dass wir das in 6 Monaten aufräumen. Nein, Sie sitzen da einem völligen Irrtum auf. Niemand erwartet, ich will gar nicht sagen, ob es Ihnen zutraut oder nicht, aber niemand hat von Ihnen erwartet, dass Sie das in 6 Monaten schaffen. Nein, das haben wir nun wirklich nicht erwartet. Aber, und das gehört doch zu Ihrer Wahlkampfwahrheit auch dazu, wenn man selbst sich auf die Fahnen schreibt, man will die weltbeste Bildung umsetzen, dann muss man sich anschließend an diesen vollmundigen Versprechen auch messen lassen. Das ist doch die Wahrheit. Und jetzt scheint offensichtlich auch Ihnen klar geworden zu sein, dass die Realität, dass die politische Realität vielleicht doch ein ganz klein bisschen komplexer ist, als das auf ein FDP-Wahlplakat passt. Und wo wir schon bei der Frage erwarten sind. Nein, niemand hat von Ihnen erwartet, dass Sie das schon irgendwie umgesetzt haben. Aber was wir schon erwarten, ist ein konkreter Zeitplan. In der Pressekonferenz des Ministerpräsidenten und des stellvertretenden Ministerpräsidenten von Montag war das Kita-Gesetz ja auch schon Thema. Und die Neue Westfälische titelte am nächsten Tag, am 16.01., die Kita-Reform ist der schwerste Brocken. Da würden wir wahrscheinlich alle miteinander zustimmen. Und sehr zu erwartenderweise und tragischerweise findet sich dann allerdings im Text des Artikels kein einziger Hinweis darauf, wie das denn konkret jetzt aussehen soll, sondern es bleibt alles bei den wolkigen Ankündigungen von 2 Schritten. Das ist ja auch der Minister der Schrittigkeit. Mal sind es 4 Schritte, jetzt sind es 2 Schritte. Auf jeden Fall 2 Schritte für das Kita-Jahr 2019, 2020, 2020, 2021, sowie den Verweis auf die anstehenden schwierigen Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Trägern. Und Herr Minister, wenn Sie keinen konkreten Zeitplan vorlegen, und dafür wird es jetzt höchste Zeit, und da erwarten wir tatsächlich mehr von Ihnen, dann werden die Verhandlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden in der Tat schwieriger werden. Und das liegt auch daran, dass die kommunalen Spitzenverbände Ihnen jetzt nochmals ins Stammbuch geschrieben haben, dass Sie 1 Jahr Vorlauf brauchen für die Umsetzung eines neuen Kita-Gesetzes. Was heißt das konkret? Wenn das neue Kita-Gesetz zum Kita-Jahr 2019, 2020 kommen soll, dann muss das Gesetz in diesem Sommer nicht eingebracht werden, Herr Minister, dann muss das Gesetz in diesem Sommer verabschiedet werden. Und was ich Ihnen auch noch mal in aller Deutlichkeit sagen möchte, liebe Kolleginnen und Kollegen von FDP und CDU, diesmal werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen, so ein Gesetzgebungsverfahren wie beim Kita-Rettungspaket, was mit heißer Nadel gestrickt und relativ an parlamentarischen Gepflogenheiten vorbei. Das werden wir Ihnen diesmal nicht durchgehen lassen. Wir erwarten von Ihnen, dass es schon ein ordentliches Verfahren gibt. Und das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass im Grunde genommen, Sie wissen selber, wie lange ein Gesetzgebungsverfahren dauert, das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, dass im Grunde genommen im Märzplenum, also im nächsten Plenum, ein konkreter Gesetzesvorschlag eingebracht werden müsste. Und dazu, Herr Minister, möchte ich eigentlich jetzt mal klare Aussagen hören und nicht immer diese wolkigen Aussagen, da machen wir hier einen Schritt und da einen Schritt und wir sind in Gesprächen, ein Zeitplan. Ich erwarte von Ihnen nicht, dass Sie jetzt mir das Gesetz vorlegen, ich erwarte aber, dass Sie mir sagen können, wann Sie denn vielleicht so weit wären, mir ein Gesetz vorzulegen. Sehr geehrte Damen und Herren, und auch inhaltlich ist Zeit für etwas mehr als Ankündigen. Inhaltlich wäre es dann doch besser, mehr auf der Habenseite zu haben, als zu sagen, wir machen auf jeden Fall alles besser als die rot-grüne Vorgängerregierung. Ja, dafür sind Sie auch gewählt worden. Erst erwarte ich, dass Sie dann aber auch konkret was tun, anstatt immer noch im Wahlkampf-Ankündigungsmodus zu verbleiben. Und ich habe wohl zur Kenntnis genommen, dass es ja positive Signale in Richtung Sockelfinanzierung gibt. Und ich nehme auch wahr, dass wir offenbar mittlerweile alle der Meinung sind, dass die Kindpauschalen ein entscheidender Grund für die finanzielle Schieflage der Kitas sind. Also ich nehme wahr, auch wenn der Ministerpräsident mir jetzt quasi zuraunt quatscht, aber ich glaube schon, dass wir mittlerweile, so habe ich auch die Fachabgeordneten von FDP und CDU in verschiedenen Veranstaltungen verstanden, dass auch sie sich bewegen in Richtung Sockelfinanzierung und eben weg von den Kindpauschalen. Wenn das anders ist, dann korrigieren Sie mich, aber ich glaube, dann sind Sie auf dem Holzweg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was muss eine verlässliche Finanzierung denn eigentlich leisten? Denn wir sind uns doch hoffentlich alle klar darüber oder einig darüber, dass es für die beste Qualität für unsere Kinder, dass die im Mittelpunkt stehen muss. Das heißt, qualitativ hochwertige Bildung ist der Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit. Stichwort Fachkraft-Kind-Relation. Aber wir wollen auch festhalten an dem Grundsatz Ungleiches ungleich behandeln. Bedarfsgerechte Finanzierung von Kindertageseinrichtungen berücksichtigt, dass Kitas unterschiedliche Ressourcen brauchen. Das heißt,
ungleiche Mittelverteilung kann Kindern gleiche Chancen eröffnen. Stichwort Pluskita beispielsweise, die Sie ja auch fortführen. Und wir müssen auch darüber reden, weil Herr Hafke es angesprochen hat, wie macht man eigentlich den Beruf der Erzieherin und des Erziehers attraktiver? Wir müssen darüber reden, dass unbefristete Vollzeitbeschäftigung oder vollzeitnahe Teilzeit das Standardmodell ist. Wir müssen darüber reden, dass Personalfinanzierung eben auch Zeit für die unmittelbare, also die Arbeit mit dem Kind, aber auch die mittelbare pädagogische Arbeit einrechnen muss. Und wir müssen über Leitungszeiten, wir müssen über Fortbildungszeiten sprechen. Das heißt, wir sind auch der Auffassung, über die Details können wir im Verfahren noch sprechen. Bei der Frage der 30 Stunden, da haben wir als Grüne durchaus ein bisschen andere Auffassung. Aber bei der Frage der Sockelfinanzierung, da sind wir, glaube ich, hier einer Meinung, und ich würde mich freuen, wenn auch CDU und FDP sich dieser Meinung anschließen würden. Die Sockelfinanzierung muss die Kindpauschalen ablösen, und wir brauchen darüber hinausgehend individuelle Förderbedarfe. Wir wollen gute, gesunde und vor allem bewegte und auskömmlich finanzierte Kitas.